Hallo, ihr wunderbaren Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Jahreshoroskop 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Ich habe das Jahreshoroskop diesmal in zwei Teile aufgeteilt und in diesem ersten Teil werde ich ausführlich auf eure langfristigen Tendenzen für das ganze Jahr eingehen. Es ist also euer Erlebnishintergrund für 2018. In Teil 2 des Jahreshoroskops schauen wir uns die Highlights und die kritischen Phasen des Jahres genauer an und natürlich, was euch die Liebesplaneten zu bieten haben. Teil 2 kommt noch bis Neujahr und wenn ihr meinen Kanal abonniert habt, werdet ihr automatisch benachrichtigt, sobald die Videos online sind. Im Laufe des Jahres begleite ich euch dann weiterhin mit meinen Monatshoroskopen. Natürlich bin ich jederzeit für eine persönliche Beratung für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und alle Infos dazu verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. In meiner Verlosung habe ich diesmal ein besonderes Geschenk für euch, nämlich ein komplettes Jahreshoroskop, 45 Minuten Gespräch mit mir und einen Mitschnitt davon. Und wie ihr an der Verlosung teilnehmt, das erfahrt ihr am Ende dieses Videos. Und wer gewonnen hat, gebe ich in der kosmischen Schwingung vom Januar bekannt. 2018 habt ihr eine Menge Herausforderungen zu bestehen, wahrscheinlich vor allem beruflich. In eurer Karriere kann es gewaltig aufwärts gehen, aber dabei müsst ihr häufig kämpfen und euch durchsetzen. Das Wichtigste für eure persönlichen Beziehungen wird sein, dass ihr euer Herz öffnet und dass ihr bereit seid, Kompromisse einzugehen und auch mal nachzugeben. Im letzten Jahr haben sich für euch große und wichtige Entwicklungen für die Partnerschaft ergeben. Viele Widder haben jemanden kennengelernt, jemand Spannendes, Neues. Oder sind mit dem festen Partner zusammen neue Wege gegangen. Solo-Widder hatten bestimmt viel Spaß beim Flirten und tolle Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Im neuen Jahr geht der Fokus eher darauf, in einer Beziehung Verantwortung zu übernehmen und sich tiefer einzulassen. Bestimmt werden viele von euch sich überlegen, mit dem Herzallerliebsten zusammenzuziehen oder zu heiraten, falls nicht schon geschehen. Und wahrscheinlich macht ihr euch auch Gedanken darüber, gemeinsam etwas anzuschaffen mit dem Partner, ne? Oder euer Geld gemeinsam anzulegen oder für die Zukunft vorzusorgen. Wenn ihr Singles seid, kann es ein sehr romantisches Jahr für euch werden, mit intensiven erotischen Erlebnissen, bei denen ihr eine Menge über euch selbst lernt. Wenn ihr in einer festen Beziehung seid, kann es passieren, dass ihr gegenüber eurem Partner zu fordernd auftretet. Oder dass ihr euch einfach dagegen wehrt, wenn euer Gegenüber euch Kompromisse vorschlägt. Vielleicht, weil ihr das anstrengend findet, vielleicht, weil ihr nicht einseht, euch anzupassen und etwas zu ändern. Wenn es stressig wird, dann atmet tief durch und fragt euch selber: Bin ich fair? Bin ich geduldig? Bin ich bereit, meiner Beziehung zuliebe Kompromisse einzugehen? Wenn ihr das schafft, wird es gut laufen. Wenn nicht, kann ein Riss in eurer Partnerschaft entstehen, der mit der Zeit immer tiefer wird. Die gute Nachricht aber ist, spätestens ab November, wenn Jupiter ins Zeichen Schütze geht, bekommen eure Beziehungen wieder Aufwind. Deshalb haltet durch. Und so stehen eure Sterne im Einzelnen. Wir fangen an mit dem Mondknoten im fünften Haus, denn der erinnert euch daran, dass es nicht nur Arbeit gibt und Kampf, sondern auch Lebensfreude und Kreativität. Und dass es darum geht, nicht egozentrisch, aber selbstbewusst an alle Herausforderungen heranzugehen. Und für Singles bringt diese Position des Mondknotens auch gute Chancen, eine schöne Romanze anzufangen. Eure Sexualität kann inniger und schöner werden, weil ihr dabei auch euer Herz öffnet. Das fünfte Haus ist auch das Haus der Kinder. Deshalb habt ruhig den Mut, wenn ihr einen Kinderwunsch habt, diesem Wunsch nachzugehen, egal wie viel beruflich und auch sonst in eurem Leben so los ist. Denn wenn eine Seele bei euch inkarnieren will und ihr offen dafür seid, dann wird sich auch euer Leben drumherum so gestalten, dass ihr das alles hinbekommt. Bis zum 6. November bleibt euch der Mondknoten noch im fünften Haus erhalten und dann kommt die Ablösung durch Jupiter, der euch wieder optimistisch in die Zukunft blicken lässt. Ja, dann haben wir natürlich das Quadrat zu Saturn das ganze Jahr über und noch bis 2020.
hier oben in eurem Karrierehaus. Und deswegen bewegen sich auch viele von euch jetzt auf einen Gipfelpunkt in der Karriere zu. Es warten neue Aufgaben und noch mehr Verantwortung auf euch, vielleicht sogar der Chefposten. Es kann auch ein guter Zeitpunkt sein, um euch selbstständig zu machen. Allerdings wird Saturn damit in einen Spannungsaspekt zur Widdersonne gehen. Das bedeutet, dass nun Entscheidungen anstehen, die für euch nicht einfach sind. Vielleicht wird es schwierig, weil ihr für eure wichtigen Karriereentwicklungen Zeit mit der Familie oder auch in der Partnerschaft opfern müsst. Oder ihr steht vor der Herausforderung, euren bisherigen Kollegen nun als Chef gegenüberzustehen. Und dieser Saturn-Aspekt wirkt sich 2018 besonders stark aus für die Widder, die zwischen dem 21. März und dem 1. April Geburtstag haben. Mehr über diesen super wichtigen Transit erfahrt ihr in meinem Video-Special über Saturn im Steinbock. Es heißt, die Kunst zu manifestieren. Ja, ihr seht das ja schon, nicht nur Saturn steht da oben, sondern wir haben eine ganze Planetenballung zum Jahresbeginn und Pluto und Lilith werden euch auch das ganze Jahr über dort begleiten. Und diese Einflüsse, die vermischen sich teilweise. Das ist ganz wichtig, dass ihr das versteht und das macht natürlich diese Kräfte, die euch auch dazu bringen, euch in Kämpfen zu engagieren und euch da unglaublich einzubringen und dadurch auch selbst verändert zu werden, nochmal besonders intensiv. Kommen wir nun zu Pluto. Der steht noch das ganze Jahr im Quadrat zu euch und das noch bis zum Jahr 2024. Und Pluto ist ja der Planet der Transformation und des Wandels. Das ist ein ganz wichtiger Punkt im neuen Jahr für euch. Ihr müsst offen sein für den Wandel und für Veränderungen und bereit sein, Persönlichkeitsmuster hinter euch zu lassen, die euch in eurer Entwicklung behindern. Es kann aber sein, dass da ein Teil in euch ist, der erstmal Widerstand dagegen leistet. Und das kann dann zu Machtkämpfen führen. Das gilt sowohl für eure Beziehungen als auch beruflich. Widdergeborene sind ja meist psychisch recht robust und nicht so leicht aus der Fassung zu bringen. Doch Pluto kann Ereignisse bringen, die euch richtig aufwühlen. Es kann auch der Verlust eines nahestehenden Menschen sein oder eine Trennung. Oder wenn ihr euch ungerecht behandelt fühlt oder wenn euch Menschen plötzlich ihre Unterstützung entziehen oder weil politische Entwicklungen in eurer Firma dazu führen, dass sich alles verändert. Das sind Entwicklungen, die teilweise außerhalb eurer Kontrolle liegen und dann müsst ihr euch zähneknirschend anpassen. Die Pluto-Krise soll letztlich dazu dienen, dass ihr unter diesem Druck Großes leistet und über euch selbst hinauswachst. Pluto wird euch mit euren Schattenseiten konfrontieren, aber auch mit ungeahnten Stärken, die in euch schlummern. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, würde sich wirklich lohnen, eine persönliche Beratung in Anspruch zu nehmen. Und den Spannungsaspekt zu Pluto haben 2018 die Geburtstagskinder vom 9. bis 13. April direkt auf ihrer Sonne. Doch auch die anderen Widder werden ihn jedes Mal spüren, wenn die schneller laufenden Planeten ihn aktivieren. Dann haben wir ja noch das Quadrat zu Lilith. Die steht auch bei euch im 10. Sonnenhaus und das bis zum 6. August. Ob ihr nun innere oder äußere Kämpfe ausfechtet, es wird dabei darum gehen, ob ihr euren Zielen folgen und euch treu bleiben könnt. So kann die Konstellation den Kampf um eure Karriere anzeigen, zum Beispiel, weil ihr in der Firma aufsteigen wollt. Es kann zu Schwierigkeiten kommen, die mit der Situation einer Chefin zu tun haben, zum Beispiel, dass die Chefin schwanger wird. Und schließlich kann es auch bedeuten, dass ihr euch auf eine Affäre mit jemandem aus der Chefetage einlasst, was Komplikationen nach sich ziehen kann. Und herausgefordert werden 2018 die Geburtstagskinder vom 25. März bis 20. April. Wenn die Lilith dann am 6. August in den Wassermann geht und das für den Rest des Jahres, dann ist das ein freundschaftlicher Aspekt. Das bedeutet, dass ihr wahrscheinlich mit eurem Kampf um Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit bis dahin ein gutes Stück vorangekommen seid und neue Freunde und Gleichgesinnte gefunden habt, die euch nun unterstützen und auch beruflich mit euch gut zusammenarbeiten. Es wird dann in der zweiten Jahreshälfte ein paar sehr spannende Konstellationen geben, wenn sich die Lilith hier mit eurem Herrscher, dem Mars, verbindet. Mehr darüber erfahrt ihr dann in Teil 2 des Jahreshoroskops, wenn wir uns die Tendenzen mit den Liebesplaneten anschauen. Und Lilith wird dann ab dem 6. August günstige Aspekte bilden für die Geburtstagskinder vom 20. März bis zum 8. April. Dann müssen wir uns auch noch Uranus anschauen. Für viele von euch ist der Durchgang des unberechenbaren Uranus durch euer Zeichen ja schon ausgestanden, aber die Geburtstagskinder vom 30. bis 20. April, die haben diesen Einfluss noch direkt auf ihre Sonne.
Und zwar zwischen Januar und Mai und dann nochmal von November 2018 bis März 2019. Uranus bringt frische Energie und Erneuerung und das kann euch auch einen Durchbruch in der Liebe bringen. Aber für bestehende Beziehungen kann dieser Einfluss ein bisschen kritisch sein, weil man sich eben auch wünscht, dass alles neu sein möge und vielleicht die bestehende Beziehung als langweilig empfindet. Da würde ich euch dann ganz ehrlich raten, nichts zu überstürzen. Geht lieber gemeinsam mit eurem Schatz neue Wege. Für die Singles aus diesen Geburtstagen bringt die Konstellation natürlich sehr gute Chancen, 2018 einen spannenden neuen Partner zu finden. Wenn Uranus dann in den Stier wechselt, wird er in euer zweites Sonnenhaus gehen und das gilt für alle Wiedergeborenen bzw. Wiederaszendenten. Damit beginnt eine Phase, in der man finanziell immer wieder unerwartete Auf- und Abschwünge hat. Ideal ist die Konstellation für alle Widder, die keine Angst vor finanziellen Risiken haben und gerne spekulieren. Wer finanzielle Sicherheit bevorzugt, sollte vorsorgen, denn Uranus kann plötzlich hohe Gewinne bringen, aber eben auch plötzlich hohe Verluste. Da ist es dann gut, wenn man ein finanzielles Polster hat. Glücksplanet Jupiter läuft bis November 2018 durch euer achtes Sonnenhaus. Da geht es dann um das Thema, in Beziehungen finanzielle Verantwortung zu übernehmen. Seid ihr in einer Partnerschaft, dann könntet ihr unter diesem Transit darüber nachdenken, wie ihr eure Ressourcen zusammenlegen könnt, um euch gemeinsam etwas anzuschaffen. Das gilt aber auch für eine Geschäftspartnerschaft. Ihr könnt gute Verträge abschließen, Gespräche mit euren Bankern führen und auch einen Kredit aufnehmen. Das achte Haus begünstigt auch Widder, die sich für Mystik und Okkultes interessieren. Sie verstehen jetzt geheime Zusammenhänge und haben Spaß am Forschen. Am 8. November geht Jupiter dann in den Schützen und damit in einen super Aspekt zur Widdersonne hier aus dem 9. Haus. Das wird euch Glück bringen und euch beschwingt machen. Sollte es also 2018 streckenweise schwierig geworden sein, wird es euch dann zum Ausklang des Jahres wieder leicht fallen, eure glorreiche Zukunft zu sehen. Und die gesamte erste Dekade des Widderzeichens kommt dann Ende 2018 schon in den Genuss dieses Aspektes. Das war euer Erlebnishintergrund für 2018, für ein starkes Jahr mit einigen Herausforderungen, aber auch großen Wachstumschancen. Alles über die Highlights und die kritischen Phasen des Jahres und natürlich, was die Liebesplaneten euch zu bieten haben, das erfahrt ihr in Teil 2 des Jahreshoroskops. Und Teil 2 wird rechtzeitig bis Neujahr online gehen. Wenn ihr euer persönliches Jahreshoroskop bei mir buchen wollt, seid ihr natürlich herzlich willkommen. Am besten ihr bestellt es über die Homepage oder ihr ruft direkt auf meinem Kundentelefon an. Und alle Infos findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier oben im Bild. Im Januar habe ich zwei wichtige Webinartermine für euch. Da ist einmal mein Webinar Saturnprobleme heilen. Da freue ich mich schon sehr drauf, euch aus meinem Erfahrungsschatz ein paar goldene Regeln mitzugeben, wie ihr diesen Saturntransit meistern könnt. Von mir bekommt ihr nur solche Anregungen, die euch wirklich was nützen und von denen ich weiß, dass sie funktionieren. Da bin ich ganz der Steinbock. Der Termin ist am Freitag, den 12. Januar um 17 Uhr. Und eine Woche später leuchten dann wieder Antonias Sterne im Webinar, wie immer in einer kleinen exklusiven Gruppe und jeder kann mir eine spezifische Frage zum Horoskop stellen. Und das ist dann am Freitag, den 19. Januar um 17 Uhr. Falls ihr noch ein Geschenk sucht zu Weihnachten oder überhaupt für einen lieben Menschen, der sich auch für Astrologie interessiert, möchte ich euch meine Sternzeichen-Colliers ans Herz legen. Ihr könnt sie über mein Kundentelefon bestellen oder über meinen Shop. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage. Zum Schluss möchte ich mich von Herzen bedanken bei meiner Tochter Marilene, die meine Videos immer so toll mit mir produziert. Und bei meinem Partner Ray Merriman. Ich habe viele, viele Gespräche mit ihm geführt, um die Jahreshoroskope vorzubereiten. Und ich möchte euch sein Buch Voraussagen für 2018 wärmstens empfehlen. Vor allem, wenn ihr euch auch für Finanzen und Wirtschaftstrends interessiert. Es kostet 59 € und ihr könnt es über Rays Homepage bestellen. Sie heißt www.mma-europe.ch und ich verlinke euch das auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt kommen wir zur Verlosung.
Es gibt eine komplette Jahresvorschau mit mir zu gewinnen, also 45 Minuten Beratungsgespräch plus eine Audiodatei mit dem Mitschnitt im Gesamtwert von 155 Euro. Und diese Beratung könnt ihr wie immer gewinnen, wenn ihr mir hier auf YouTube einen konstruktiven Kommentar postet und indem ihr meinen Kanal abonniert. Einfach hier klicken und schon seid ihr bei der Verlosung dabei. Und schaut euch auch meine anderen Videos an, zum Beispiel meine Specials über Saturn im Steinbock, Lilith im Steinbock und den Mondknoten im Löwen, die sind hier eingeblendet. Nun wünsche ich euch ein wunderbares neues Jahr und alles Gute mit den Sternen.